Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mythic Plus Chest Opening präsentieren. Heute machen wir wieder eine Kiste auf und nicht nur das, sondern wir werden auch eine PvP-Kiste öffnen. Und wenn es rausgeht und ich genug Titanenresidium bekomme, dann müsste ich auch mir noch einen Token-Teil kaufen können, beziehungsweise einen Azerit-Teil. Ich habe ja jetzt schon hier quasi ein 445er im Brust-Token-Bereich und in der Schulter und dementsprechend, ja, würde ich mir noch ganz gerne einen Kopfteil kaufen. Ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Brauchen würde ich noch ganz gerne einen Ring, einen guten. Und was kriege ich? Was ist denn das? Oh mein Gott, habe ich auf... Hatte ich auf... Na... Fuck! Fuck! Ich hatte mein... Oh nein, ich hatte auf Heiler stehen und habe jetzt eine Schildhand gekriegt. Oh mein Gott. Ich glaube, sowas gewastet, das habe ich noch nie gesehen. Ach, scheiße, jetzt habe ich eine 440er Schildhand. Ja, nice. Okay, was machen wir mit dem Ding? Dissen wir das sofort oder packen wir das auf die Bank? Ach, dammit. Ja gut, komm, wir packen es auf die Bank. Vielleicht heile ich ja irgendwann mal. Nicht... Scheiße. Ja gut, also ihr habt gesehen, ich habe meine Weekly Chest gewastet. Habe einen Tempel von Cetralis 15er Key bekommen und wie viel Titanresidium? 21.500. Das war, ich glaube, letzte Woche bin ich in 15er Key gelaufen. Und jetzt fehlt mir aber noch ein bisschen was, um quasi hier Dingsterbumster zu holen. Ja, genau. Mir fehlen noch ein bisschen über 1000 Punkte. Das können wir aber reinholen, indem ich noch ein Azerit-Teil disse. Vielleicht bekomme ich ja jetzt eins aus der PvP-Chest raus. Gut. Merke, man sollte sein Spec ändern. Das war jetzt natürlich Wasted hoch 10. Jetzt machen wir mal die PvP-Chest noch auf und dann schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Also da, ich habe nicht viel Rating, deswegen werde ich da nichts Hohes rauskriegen. Ein 420er Hände mit Lifesteal sogar, das ist glaube ich ordentlich hochgerollt. Aber das brauche ich auch nicht, ich habe 430er mit dem Proc-Effekt, die sind sogar besser. Also die 430er, die ich anhab, sind besser als die 445er oder als die 440er mit Sockel. Also ich habe relativ gut hohe, aber die sind tatsächlich schlechter. Wegen, ja, dem Proc-Effekt und ja, Vermeidung ist halt hier auch noch drauf. Genau, also das war dann leider auch nichts. Jetzt werden wir mal gucken. Und zwar werde ich jetzt einmal noch ein Dingsteil hier, ich glaube, ich habe ein 435er Item, das werden wir einmal dissen und gucken, was wir da rauskriegen. Und dann kann ich mir eventuell noch den Kopf kaufen und hoffen, dass ich da irgendwas kriege mit guten Trades drauf. Und zwar wollten wir das dissen hier. Die 435er Brust, da müsste ich 2000 rausbekommen, 2000 Titanresidium, yep. 2000 habe ich rausbekommen, jetzt bin ich bei 4000, bei 48.000. Heißt, ich habe genug, um mir dementsprechend einen Kopf zu kaufen. Und wir können mal reinschauen, welche Köpfe es da so gibt. Ob da irgendwelche guten dabei sind. Und zwar, ich will am besten den heilenden Schutz haben. Und im Optimalfall möchte ich noch bestimmte Trades haben. Und zwar die gekrümmte Klaue. Aber ich glaube, das gibt es in der Kombination gar nicht. Nee, das gibt's glaube ich in der Kombination nicht. Schade. Mal gucken, ob ich zumindest einen Kopf kriege, der eins von diesen Geschichten drauf hat. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein. Und zwar hier Azerithelm. Das ist ein 445er. Und was habe ich gekriegt? Ich hoffe, kein Scheiß. Bitte lass es kein Scheiß sein. Bitte lass es kein Scheiß sein. Okay. Geht. Also ich habe hier quasi defensiv, ist das gut, ne? Habe ich quasi einmal meine Active Mitigation. Dann gekrümmte Klaue finde ich nicht schlecht. Überwältigende Kraft ist okay, ja. Und das hier ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Gut, das ist okay mit der Heilung. Die Geschichte ist meh als Tank. Weil du gehst nicht aus der Gestalt raus und heilst dich großartig, das machst du nicht. Deswegen nehmen wir das mit. Also das ist jetzt nicht super top, aber es ist auch nicht super bad. Was wir machen können, wir können mal Simulation Craft anschmeißen und schauen, ob der Kopf besser ist als mein
als mein Kopf, den ich bis jetzt habe. Und zwar machen wir das so. Wer Simulation Craft nicht kennt, das ist einfach ein Programm, wo man seine DPS durchsimmen kann. SimC muss ich da eingeben. Jetzt habe ich quasi das, was ich hier angelegt habe. Ne? Habe ich jetzt hier in diesem Sim-String drin und dann simmen wir das jetzt einfach mal durch. Und zwar lassen wir einen Single-Target-Boss-Fight. Ich habe schon diverse Items hier durchgesimmt. So, simulieren wir das einmal durch und schauen, was dann rumkommt. Das sagt mir jetzt 29.850 DPS. Ja, weil ich mein Dings-Gear nicht anhab. Mein Nasia-Tagieren. Jetzt ziehen wir den Kopf mal an und machen SimC. Und ich vermute fast, dass es schlechter sein wird. Aber wir werden jetzt gleich mal gucken, ob das ein Upgrade war. Dev-technisch müsste auf jeden Fall ein Upgrade sein. Also Results. Ja, das ist sogar einiges, ne? Seht ihr hier? Das sind sogar 350 DPS weniger, was das macht. Aber ich meine, dass auf dem hier. Nee, war sogar nicht mal. Weil hier hab, auf dem Kopf habe ich halt wesentlich bessere Traits drauf, die offensiv sind. Ne? Also wenn man hier dieses Trinket anhat, kriegt man mehr Stats und solche Geschichten. Hier kriege ich mehr Stats und hier kriege ich halt auch mehr Stats. Und das skaliert bei mir halt besser als diese überwältigende Kraft bzw. die Klaue. Und ja gut, das ist halt eh nur defensiv. Defensiv ist der auf jeden Fall besser. Offensiv, wie ihr seht, ist er leider schlechter. Ja? Was sehr, sehr schade an der Stelle ist. Aber gut, wir haben es uns einmal angeguckt. Transmoggen wir noch, zumindest fürs Item-Level und wie gesagt, fürs defensive Gameplay ist er auf jeden Fall ein Stück besser. Okay, das war's soweit mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so einen Scheiß gemacht habt und im falschen Spec eure Mythic Plus Kiste aufgemacht habt. Und ja, schreibt mir auch gerne rein, was ihr bekommen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.